So. Mal gucken, hat sich was hier drin geändert. Ah, jetzt laufen hier Kinder rum. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob hier jetzt mehr los wäre als vorher. Krieger und Kinder und er hat nichts Neues zu sagen. Also denke ich mal, da er hier oben weg ist, dass jetzt alles gut ist. So, jetzt geht's nach Altlied. Und ab in den großen Kopf. Also ja, wir sind eigentlich relativ gut da rausgekommen. Kanna hat einen Schaden genommen, Durens Alof nicht. Den meisten Schaden mit 11, 14 hat ihr der genommen. Ja, und die reden über die hier drin. So, das hier ist der Galloway-Tempel. Auch wenn der Loading Screen ein bisschen interessant aussieht gerade. Die zähe Flüssigkeit sondern einen beißenden metallischen Geruch ab. Generell ist Gott der Jäger und der Beute. So, gibt es hier drin jemand, der was zu sagen hat? Nö. Arinzi has no right to defend that cowering cat in the back of the maw. Then track her down and tell her yourself. Okay, hier ist eine Brücke. Die Steine am Rand der Schlucht sind glitschig und glänzen vor Feuchtigkeit. Okay, an die Lupe, da kommen wir nicht. Come to see the great Oernos, Estremor? He's out for a hunt, but he'll be back. Unlike that lioness, he doesn't stay cooped up in here for long. Der Mann blickt dich herausfordernd an. Kommst du, um den großen Er...
Oh ja, um was zu sehen ist, Homer, er ist auf der Jagd, aber wird zurückkehren. Im Gegensatz zu dieser Löwin zieht er regelmäßig aus, um zu jagen. Was tust du We hier? wait for the big confrontation, but the wait grows exhausting. While Sul hides in the back of the maw, Oernos is denied his victory, and we're all denied the champion we deserve. Wir warten auf die große Konfrontation, aber das Warten wird ermüdend. Er verzieht das Gesicht und fährt mit einem Daumen über die scharfe Klinge seiner Axt. Solange Sul sich im Rachen versteckt hält, wird Orenus seinen Sieg verwehrt und uns allen der Meister, den wir verdienen. Warum kann Orenus nicht einfach die Löwin bekämpfen gehen? Because she holds up at the back of the maw, surrounded by her pride and the natural hazards of this place. It's not the proper way to meet a challenger. She's got to come out and face Oernos to keep her claim. Anyway, her prime is past. Putting that old beast down would be a mercy at this point. Er blickt grimmig drein, weil sie sich hinten im Rachen versteckt hält, umgeben von ihrem Rudel und den natürlichen Gefahren dieses Ortes. Einen Herausforderer so zu begegnen, das gehört sich nicht. Sie muss herauskommen und sich Orenus stellen, um ihre Position zu behalten. Aber sie hat ihre besten Zeiten hinter sich. Die alte Bestie zu töten wäre inzwischen schon ein Akt der Gnade. Ich könnte mich um Sul kümmern. Sein schwieriger Daumen macht ein kratzendes Geräusch auf der Klinge seiner Axt. Ich breche ungern mit der Tradition eines großen Kampfes, aber wenn sie sich von ihrem Kampf drückt, hat es keinen Sinn zu warten. Töte sie, das wird Beweis genug sein, dass sie kein würdiger Meister ist. Auf Wiedersehen. Und da war hier doch noch auch noch einer. Oh, der ist weiter reingegangen. Ah ja, Destwen. Oh, auf dem Tisch liegt das Buch der Jagd. Das brauchen wir jetzt nicht lesen. Auf der glafantaischen Uferseite des Bells stecken einige Knochennadeln in der Tierhautkarte. Kareth, this is no place for sightseeing, even for you. The beasts of Galloway's Maw are dangerous. And now more than ever. Ein dartiger Elf schreitet durch die Höhle, sein Gesicht voller Sorgenfalten. Seine Hand schlägt immer wieder nervös gegen seine Hüfte. Er blickt zu dir auf und seufzt. Dieser Ort ist keine Sehenswürdigkeit, die man besichtigt, selbst für dich nicht. Die Bestien von Galloways Rachen sind gefährlich, heute mehr denn je. Das hier ist Galloways Rachen. Yes, a den of beasts sacred to the Lord of the Hunt himself. Historically, the greatest predator of Air Glanfoth has claimed the back of the Maw as its lair. Lately, however, there's been some dispute as to who should occupy that position. And it's leading to discord among our hunters. Ja, eine Höhle der Bestien, die dem Fürsten der Jagd gewidmet ist. Seit Urzeiten beansprucht das jeweils größte Raubtier von ganz Air Glanfoth den hinteren Teil des Rachens als sein Revier. In letzter Zeit gab es einige Unstimmigkeiten darüber, wem diese Position zusteht. Wir blicken nach oben in die Höhle und das führt zu Zwietracht unter unseren Jägern. So sind etwas, Taten sind mir lieber als Worte, aber ich beantworte deine Fragen so gut ich kann. Erzähl mir etwas über dich. Ich bin der Anführer der Reisszene. Wir sind ein Orden von Jägern und Kriegern, die sich Galloways verschrieben haben und wir sorgen dafür, dass die Orte der Erbauer rein bleiben. Wir sind kein Stamm, doch wir versammeln uns wie einer und streiten wie einer. Unsere Mitglieder kommen aus allen Stämmen, aber die meisten von uns wurden als drei Stoßzahnstägier, Fischerkraniche und Hüter des Steins geboren. Also ja, die Reißzähne haben wir als Gruppe, bei der wir Ruf haben, der jetzt gerade eher schlecht ist. Was ist mit den Bestien? Er bleibt stehen und wendet sich dir zu. Sie kämpfen nicht. Was ist daran falsch? Und es ist der Wille Galloways, dass sie sich bekämpft. Gut, ein Kampf in diesem engen Raum wäre chaotisch. Nehmen wir die zwei. This is truth. Er blickt dich vorsichtig an. Das ist Wahrheit. Der Rachen ist seit jeher die Heimat für ein einziges Raubtier. Von Zeit zu Zeit taucht ein Herausforderer auf und die zwei tragen einen Revierkampf aus. Aber Sul bleibt in ihrer Höhle und Orenus kann sie dort nicht angreifen. Nun jagen zwei mächtige Raubtiere und ihre Verwandten dieselbe Beute. Das dünnt die Herden aus und auch die Geduld der Leute hier. Es läuft weiter auf und ab und dieses Warten, es ist nicht das bewusste, wachsame Warten eines Jägers, der im Hinterhalt lauert. Es ist Stagnation, Langeweile, das Hoffen, dass endlich was geschieht. Er ballt Hände zu Fäusten, aber ich bin machtlos zu handeln. Eine Hälfte der Reißzähne wird mir Vetternwirtschaft vorwerfen, wenn
ich die Löwin selbst hinauszuzerren versuche. Ich habe die Tiere in einer Vision von Gallowayne gesehen. Seine müden Augen weiten sich vom klugen Hund höchst selbst, er musste dich von oben nach unten. Wenn du wahrlich Gallowaynes Segen hast, werde ich dir nicht im Weg stehen, aber ich kann mir vorstellen, dass er in dir einen listenreichen Meister sieht. Er überreicht dir einen schweren Eisenschlüssel. Für gewöhnlich erlauben wir Fremden nicht, den Rachen zu betreten, aber du verstehst, dass du auf eigene Gefahr, dass du das auf eigene Gefahr tust. Und Suhls Löwen werden vermutlich ihn eindringlich sofort angreifen. Dennoch, vielleicht kannst du sie dazu bringen, den Bären zu bekämpfen. Tu, was du kannst, um diesen Patt zu beenden. Sprechen wir über was anderes. Nämlich, ich will mehr über die zwei Raubtiere erfahren. Es gab noch nie einen listigeren Jäger als Suhl, aber manche sagen, sie verliere ihren Schneid. Boreanaus dagegen hat Schneid bis zum Abwinken und viele von uns glauben, er sei der rechtmäßige Nachfolger. Seine Finger klopfen einen rastlosen Rhythmus auf seinen Oberschenkel. Das Blut kocht, es wird überkochen, wenn nicht bald etwas geschieht. Würdest du Suhl oder Orenus vorziehen? Runzel die Stirn, ich sehe beide Seiten. Suhls List ist unerreicht, aber Orenus ist der mächtigere der zwei. Beides sind Wesenszüge, die Gallowayne schätzt. Wo finde ich Suhl? Im hinteren Teil des Rachens. Er deutet auf die Gänge, die sich rechts und links neben ihm erstrecken. Du kommst auf beiden Wegen zu ihr, aber sei vorsichtig. Der Rachen ist ein gefährlicher Ort und Suhl. Rudel und ihre Unterstützer sind wachsam. Wo ist Orenos? Gute Frage, der Bär ist gerade auf der Jagd, aber er wird bald zurückkehren. Er ist nie lange weg. Und dann auf Wiedersehen. Also, wir haben jetzt den Schlüssel, um das zu öffnen. Das ist der alte und der neue König. Der größte Räuber in Irglamfad lebt traditionellerweise als Gellerwains Günstling im Rachen. Suhl, eine Löwin, hält diese Position seit Jahrzehnten inne. Oernos, ein Bär, ist gekommen, um sie herauszufordern, doch Suhl weigert sich, ihm entgegenzutreten. Ohne einen klärenden Kampf sind die Reißzwinge sich uneins darüber, welches Tier der rechtmäßige Meister ist. Deschen, der Anführer, hofft, dass sich Suhl zu einem offenen Kampf bringen kann. Ja, das wäre auch gut, wenn ich die Reißzähne für mich gewinnen will, ein bisschen. Und hier haben wir noch eine. Möge das Blut in den Adern gefrieren. Estremor? Ein Orleaner steckt knöcheltief im Sand und schärft eine Speerspitze. Du musst Bedwells neue Estramor sein. Als ich hörte, dass sie schon wieder jemanden eingelassen hat, wäre ich fast in die Passage der Sechs gegangen, um ihr die Meinung zu sagen. Sie deutet mit der Speerspitze aus Feuerstein auf dich. Sind in letzter Zeit noch andere Fremde hier entlang gekommen? Glamfellen, Anhänger von Rimgrant, sagen sie. In Wahrheit sind sie nichts als Plünderer und Schänder. Die Speerspitze blitzt auf, als sie damit wütend in Richtung der Tür gestikuliert. Sie sind hinter den Türen vom Mittagsfrost verschwunden und nun wird unser See zu Eis und die Kälte kriecht immer näher. Sie gräbt mit einem nackten Fuß ein Grab in den Sand, aber Bettel ist furchtsam und hat die anderen an meinem Vater überzeugt, dass wir diese Estramorn und ihre Tradition respektieren müssen, ganz gleich welche Absichten ihre Hände führen. Sie hebt den Kopf und blickt langsam zurück Richtung Eingang. Ich nehme an, dass du es nicht dabei belassen hast. Bettel hat ihre eigene Art, sich um das Wohl von Zwillingssummen zu kümmern. Es klingt, als solltet ihr die Angelegenheit selbst in die Hand nehmen. Nehmen wir mal die zwei. Weiche Worte bewirken wenig, doch sie füllen die Münder der Estramorn. Ich habe meine eigenen Schwestern geschickt, einen meiner besten Spielerinnen, um die Fäulnis der Bleichelfen zu ergründen. Ich versichere dir, mein Vater würde die Schändung vom Mittagsfrost nicht ignorieren können, wenn Alva sie mit eigenen Augen gesehen hat, aber sie ist noch nicht zurückgekehrt. Sie blickt weg. Nun trage ich die Verantwortung für ihr Schicksal und ich kann die Reißzähne nicht auf die Suche schicken, ohne mich offen den anderen Vater zu widersetzen. Ich könnte nach Alva suchen. Sie wirft dir einen vorsichtigen Blick zu. Ich wage nicht zu hoffen, egal von welcher Katastrophe Mittagsfrost betroffen wurde. Es fühlt sich nicht so an wie das Werk von Gestandenen. Nichts aber würde mir so viel Freude bereiten, wie sie wiederzusehen. Sie starrt in den Sand und runzelt die Stirn. Ich würde jede Hilfe nehmen, die du mir bieten kannst. Was tust du hier? Meine Waren rüsten meine Brüder bei den Reißzähnen aus und meine Hände lehren sie das Kämpfen, das Jagen und das Spurenlesen. Was führt dich her? Erzähl mir etwas über den Rachen. Er ist ein uralter Ort der Bestien und Gefahren. Als Anhänger des klugen Hundes versammeln wir uns hier und bilden uns zu Jägern aus, zu Kriegern und zu Verteidigern der heiligen Orte der Abbauer.